Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder ein paar Schuhe für euch, und zwar der ein oder andere wird es an der Kiste schon wieder erkennen. Ich habe mal wieder einen 1er Jordan High für euch, und zwar im Rust Shadow Colorway. Ja, wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr gelungener Colorway, der auf Bildern auch wieder nicht so geil aussieht wie in echt. Ja, bevor wir zur Optik vom Schuh kommen, kommen wir natürlich als erstes, wie immer, zur Box. Hi Leute, 1er Jordan High kommt wie immer in dieser schwarz-roten 1er Jordan Kiste. Ich halte sie trotzdem noch mal einmal in die Cam für euch alle. Wir haben hier diese matt-schwarze Kiste mit diesem matt-schwarzen roten Nike Logo drauf. Hier an der Seite steht auch noch mal Nike drauf und Jordan 1 1985. An der Seite steht noch mal Nike drauf und hier haben wir auch noch mal Nike mit dem Size Tag drauf. Genauso wie hier, auch nochmal Nike drauf. Ja Leute, die Kiste, die kennen wir jetzt alle mittlerweile schon. Und ja, ist nicht der erste 1er Jordan High, den ich euch hier vorstelle, aber wie ich finde, einer der coolsten bis jetzt dieses Jahr. Ja, wie der jetzt aussieht, schauen wir uns jetzt an. Kommen wir jetzt zur Optik. Ja Leute, 1er Jordan High im Rust Shadow Colorway. Oder Patina auch genannt. Ja, eigentlich ein ziemlich gewagter Colorway auf den ersten Blick. Also auf Bildern sah der echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Allerdings in Hand oder beziehungsweise wenn man den mal real vor sich hat, sehr, sehr, sehr gelungen und eigentlich auch ziemlich clean. Kann man zu sehr vielen Outfits zu rocken und ist jetzt nicht so wie bei diesem gelben oder so, wo man jetzt immer ein bisschen auf die Outfitfarbe achten muss. Ich finde, den kann man hier eigentlich casual überall zu tragen. Gehen wir mal ein bisschen näher auf den Colorway ein. Und zwar haben wir hier eine schwarze Outsole. Eine weiße Midsole, dann haben wir vorne eine schwarze Toebox und vorne das Upper hier in diesem ja, Rust Shadow, in diesem Vintage Rost Look, finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, dann haben wir hier hinten in so einem, ja, in so einer Art Wildlederstoff, ja nicht direkt Wildleder, in so einem ganz feinen Wildleder, doch ich würde sagen ganz feines Wildleder, haben wir hinten in so einem Grauton hinten an der Heel so ein bisschen abgesetzt, in schwarz das Air Jordan Logo. Das Swoosh haben wir auch in diesem Rust Shadow hier, also auch in diesem Patina Vintage Look. Und dann haben wir eine schwarze Zunge, schwarze Laces und dann haben wir hier das Nike Air in so einem Pistazien-Grünton. Der eine oder andere wird auch schon gesehen haben, da gibt es auch nochmal Laces zu in dieser Farbe. Ja, habe ich jetzt auch schon mal im Internet gesehen, bei einigen, die den so gelaced haben, finde ich persönlich ein bisschen zu wild bei dem Schuh. Also kann man im Sommer irgendwie mal machen, aber ich finde irgendwie, da geht die Optik von dem Schuh so ein bisschen kaputt. Ich finde den eigentlich so ziemlich clean und ziemlich geil, deswegen lasse ich den auf jeden Fall auch so gelaced. Da ihr sehen könnt, dass ich die Laces schon drin habe, der ist auf jeden Fall für Personal, den werde ich auch heute schon safe einweihen und direkt schon tragen. Ja, dieser Schuh kam jetzt am 25.03. in der Nike Sneakers App zum Retail von 159 € raus, wie immer Standard 1er Jordan Preis. Ja, allerdings wird der ein oder andere, der da versucht hat mitzumachen, auch schon gemerkt haben. Erstmal ging der Draw nur 5 Minuten, also man hatte 5 Minuten Zeit, sich anzumelden für den Schuh. Ja, und meine Size gab es nicht. Es gab keine 45, also musste ich eine 45,5 nehmen. Ja, habe den Schuh dann auch natürlich nicht bekommen, habe schön L kassiert, konnte mich auch, weil das nur so kurz war, nur mit einem Account einloggen und nur mit einem Account mitmachen. Da gehen erstmal riesen Props raus an Kai. Der hat nämlich gleich zwei von den Dingern hier abgestaubt. Ich weiß gar nicht, wo er den anderen, ich glaube einen hat er bei Soulbox bekommen und den zweiten hier bei der Nike Sneakers App. Ja, und hat da mal in meiner Size mitgemacht, weil ich ihm gesagt hatte, dass ich den ganz gerne für mich persönlich haben wollte. Ja, mega, mega edel von ihm. Auf jeden Fall hat er mir den für einen richtig, richtig guten Kurs verkauft. Also auf jeden Fall deutlich unter dem normalen Resale-Preis. Ja, Leute, und wie immer bei allen 1er Jordans kann man natürlich auch im Resale ein bisschen was mit diesem Schuh machen. Womit wir beim nächsten Thema wären, kommen wir jetzt zum Resale. Thank you.
Ja, Leute, Retail von diesem Schuh 159 Euro. Und ja, im Resale geht natürlich auch ein bisschen was. Also bei Kleinanzeigen so roundabout stehen die so für 220 bis 250 Euro drin. Ja, ich sag jetzt mal einfach so, für um die 200 Euro habt ihr auf jeden Fall einen in eurer Size. Kommt auch immer ein bisschen auf die Größe an, welche ihr da haben wollt oder beziehungsweise welche ihr da braucht. Ja, aber der Schuh geht eigentlich, ob jetzt eine 38 oder eine 46 ist. Ja, im Schnitt so für 200, 220 Euro geht er dann über den Ladentisch. Wie ich finde, absolut gerechtfertigt von der Qualität und von Floors her. Ich habe hier nichts entdeckt. Hab einen ziemlich makellosen Einser ergattern können, wie ich finde, ohne irgendwie hier vorne Nahtfehler oder sonst irgendwie etwas. Was zu dem Schuh auch noch zu sagen wäre, hier ist keiner wie der andere, denn dieses Rust Shadow Finish hier, also dieses Vintage Upper hier vorne, das sieht bei allen Schuhen irgendwie anders aus. Also ich habe jetzt ein paar gesehen, da war hier richtig mit Unterbrechung und dann war da mal ein bisschen schwarz zwischen und ja, bei meinem ist es schön durchgehend eigentlich hier in diesem Rostton gehalten oder in diesem Kupferton. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt, wenn man den länger trägt, wie es dann aussieht, ob das ein bisschen weggeht oder ja, würde mich jetzt auch nicht stören, weil ist ja natürlich hier so ein bisschen Vintage-Look, finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Ja Leute, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, da abonniert meinen Kanal, damit ihr jeden Montag 18 Uhr mein neues Video nicht verpasst. Ich bin raus. Peace.